Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Naja, willkommen bei Kapitel 10.5.2, einseitige Signifikanztest, Teil 2. Ich weiß, was Sie im letzten Video getan haben. Oh, Herr Thein, ist aber mal Schluss mit diesen ganzen billigen Filmzitaten. Sie haben damit angefangen. Ja, aber jetzt langsam werden Sie ja immer schlechter. Ja gut, was haben wir letztes Video gemacht? Ja gut, das weiß wohl jeder. Ich habe ihm 10 Euro abgeknöpft. Und darüber hinaus? Ja, wir haben Mathe gemacht. Wir haben auch über den einseitigen Signifikanztest geredet, und zwar über den linksseitigen. Schauen wir uns doch nochmal kurz an, was das war. Also im letzten Video, ganz am Ende, da ging es um diese Sommerzeit. Und wir haben es hier mal ein bisschen bildlich dargestellt. Da sind 100 Personen und die hat man irgendwann mal gefragt, findet ihr die Sommerzeit gut? Und 70% davon haben geantwortet, ja, ich finde die Sommerzeit gut. So, und auf Basis davon haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt die Annahme, dass es auch tatsächlich so ist. Jetzt vergehen einige Jahre. Und eine andere Gruppe, damals hieß die Pro Kind, sagt sich, naja, wir glauben, dass ehrlich gesagt deutlich weniger Leute das gut finden mit der Sommerzeit und machen deswegen eine erneute Umfrage. Und zwar wieder mit 100 Leuten, n gleich 100, machen sie diese Umfrage. Und dann, wir haben das Stichprobe genannt, kommen sie bei dieser Stichprobe zu einem Ergebnis, dass 64 von 100 Leuten sagen, ja, ich finde die Sommerzeit gut. Das sind jetzt natürlich weniger als 70%. Das führt dazu, dass die Gruppe behauptet, naja, Moment mal, wir sind der Meinung, das stimmt nicht so ganz. Die Zahl der Befürworter ist doch eigentlich niedriger. Gut, deswegen ist eigentlich die Frage, passt unsere Stichprobe zur oberen Annahme, zu den 70%? Und es ist klar, wenn unten mal der Stichprobe rausgekommen wäre, 20 von 100 Leuten finden die Sommerzeit gut, hätten wir gesagt, ja, also die Stichprobe passt nicht zur früheren Annahme. Ganz klar, die obere Annahme ist falsch. Aber bei 64, wissen wir es nicht so genau. Wir suchen also die Grenze, ab der wir sagen können, die Annahme da oben stimmt nicht. Oder stimmt. Und das Ganze macht man eben mit diesem einseitigen Signifikanztest. Hier ist nochmal das Bild von der letzten Aufgabe. Wir haben damals hingeschrieben die Nullhypothese, also dieses P0,7, von dem man ausgegangen ist. Die Alternative, die Pro Kind sagt, nee, wir glauben, P ist kleiner als 0,7. Deswegen sagen wir, das ist ein linksseitiger Test, weil die nach links im Endeffekt testen wollen, ob es weniger sind als 70%. N ist 100 und Alpha ist 0,05. Gut, die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der Befürworter der Sommerzeit. Und jetzt haben wir hier die Formel. Die haben wir im letzten Video sehr ausführlich erklärt. Das wollen wir jetzt an der Stelle hier nicht nochmal machen. Wir haben damit aber einen Wert A gesucht. Und dieser Wert A ist entscheidend für unseren Annahme- und Ablehnungsbereich. Was hat es damit nochmal auf sich? Naja, wir haben einen Annahmebereich. Der geht eben genau von dieser Zahl, die wir ausgerechnet haben, 62 bis 100. Und einen Ablehnungsbereich, der geht jetzt von 0 bis 61. Also gerade das, was noch übrig bleibt. Und sobald man von 0 bis 61 Leute sagen, wir finden die Sommerzeit gut, kann man auf jeden Fall die Nullhypothese ablehnen. Bedeutet, dann wäre die alternative Hypothese richtig und die Bürgergruppe pro Kind hätte recht, dass die ursprüngliche Annahme falsch ist. Wenn aber, wie bei der Stichprobe, die wir gerade eben gezeigt haben, 64 Leute gesagt hätten, nein, wir finden die Sommerzeit gut, dann liegt das im Annahmebereich und man könnte sagen, na, die ursprüngliche Hypothese, dass 70% der Leute es gut finden, die haut immer noch ziemlich gut hin. Gut, wir kommen jetzt zu einem Beispiel, was recht ähnlich ist wie das hier. Nach einer früheren Umfrage befürworten 70% die Sommerzeit. Das hatten wir schon. Die Gruppe Freizeit für alle, neue Gruppe, noch beknackterer Name, behauptet, die Sommerzeit habe mittlerweile noch mehr Befürworter und sei deswegen unbedingt beizubehalten. Freizeit für alle führt einen Test mit der Nullhypothese H0 gleich P0,7 durch, Stichprobenumfang wieder N100, Signifikanzniveau wieder 5%, bestimme den Annahme- und Ablehnungsbereich. So, was ist jetzt anders? Ja, jetzt haben wir einen anderen Test. Die Nullhypothese ist immer noch gleich. Die ist immer noch P gleich 0,7. Aber diese Freizeit für alle, diese Gruppe, hat eine andere Alternativhypothese. Die sagen, P ist größer als 0,7. Also viel mehr als 70% finden die Sommerzeit klasse. Und deswegen ist es jetzt ein rechtsseitiger Test.
Denn 0,7, wenn es ein größerer Wert ist als 0,7, liegt es, wenn man sich das auf dem Zahlenstrahl vorstellt, einfach rechts davon. Gut, n ist gleich geblieben 100, Alpha ist gleich geblieben 0,05, die Zufallsvariable ist auch gleich geblieben, die zählt immer noch die Anzahl der Befürworter der Sommerzeit. Gut, schauen wir uns das allererstes mal wieder das Histogramm der Binomialverteilung dazu an. Gut, das haben wir hier auf der x-Achse unten. R sind nochmal die Treffer, also die Befürworter jetzt in dem Fall. Nach oben ist die Wahrscheinlichkeit aufgetragen. Beispiel bei 70 Befürwortern, klar, das ist ja der Erwartungswert, n mal p, 100 mal 0,7 ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man also 70 Befürworter hat, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 0,1 und 0,09, also so 9%. Jetzt gehen wir wieder direkt an diese Überlegungen, die mit so einem Test zusammenhängen. Angenommen, wir machen jetzt eine Stichprobe und es kommt raus, 71 Leute finden die Sommerzeit gut. Würde man da sagen, die Annahme haut noch hin oder nicht? Ja, die Annahme haut dann immer noch hin. Gut, jetzt sagen wir mal, 74 Leute sagen, ja, Sommerzeit finde ich gut. Das sieht immer noch sehr wahrscheinlich aus, ja. Und wenn 80 Leute sagen, die Sommerzeit finde ich gut? Dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob dann das mit den 70% noch zutrifft. Also das heißt, wir brauchen jetzt wieder einen Annahmebereich, in dem wir sagen, ja, die 70% passen und einen Ablehnungsbereich, wo wir sagen, ja, die passen nicht mehr. Beim letzten Mal hatten wir auf der linken Seite einen Ablehnungsbereich mit einer Größe von 5% und dann hatten wir 95% Annahmebereich. Machen wir jetzt auch wieder, allerdings, es ist ein rechtzeitiger Test, wir machen es gerade andersrum. Wir überlegen uns, der Ablehnungsbereich, der jetzt rechts liegt, der soll 5% groß sein. Das heißt, bis zu welchem Wert sind 95% erreicht, weil das wäre unser Annahmebereich, wo es noch hinhaut. Hier, wir gehen also nach dieser Formel vor und versuchen da das B. Das B soll gerade noch so im Annahmebereich liegen. Das heißt, dass wenn man vom Histogramm von links ab diese ganzen Balken aufsummiert, 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 bis zu dem B, also der ganze Annahmebereich, der soll größer sein als 95%, weil dann ist der Ablehnungsbereich kleiner als 5%. Gut, und das Ganze hier können wir wieder im GTR machen. So, wir haben jetzt die Formeln, den ursprünglichen Aufschrieb mit eingebunden. Rechts ist der GTR, den benutzen wir wieder. Und zwar genau wie letztes Mal wieder das Table-Menü. Und zwar müssen wir diese Formel P, Klammer auf, x kleiner gleich b, Klammer zu, eingeben. Das machen wir wieder über Option, über Stat, genau, da ist es, Dist, Binnen und dann b, c, d, die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Und wisst ihr, macht man jetzt R, dann N, dann P. R wissen wir nicht, das ist eben das Gesuchte, unser kleines b müssen wir hier in x machen. N haben wir ist 100 und klein p ist 0,7, also 0,7. Klammer zu, ist gleich. Jetzt müssen wir noch vorher was machen, oder Herr Thein? Genau, wir müssen noch einstellen, von wo bis wo unsere Tabelle gehen soll. Da es ein rechtzeitiger Test ist, liegt ja auf jeden Fall dieser Wert, der das Ende des Annahmebereichs markiert, muss ja rechts vom Erwartungswert liegen. Also reicht es, wenn wir beim Erwartungswert, der war 70, starten. Gut, und wir können da eigentlich bis zum Ende gehen, also bis 100. Das geht in dem Fall ganz gut. Step 1 ist ja auch gut. Dann lassen wir es uns mal anzeigen. Gut, wir sehen hier schon, dass man 0 bis 70 Befürworter hat. Diese Wahrscheinlichkeit ist 53,76%. Gut, gehen wir mal weiter hoch. So, bei 0 bis 74 Befürwortern haben wir schon eine Wahrscheinlichkeit von 83%. Das suchen wir weiter. Jetzt. Und bei der Zahl 77 ist die Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal größer als 95%. Das heißt, hier wäre zum ersten Mal der Annahmebereich größer als 95 und damit der Ablehnungsbereich kleiner als 5%. Hier oben wäre der Annahmebereich 92%, das heißt, da wäre unser Ablehnungsbereich fast 8%, das ist zu groß. Also ist 77 der gesuchte Wert. Also wir haben aufgeschrieben, dass b gleich 77 die kleinste Zahl ist, für das das gilt, also diese Gleichung hier. Das kleinste ist deswegen wichtig, weil wir können natürlich auch 78, 79 und 80 nehmen. Da wäre es ja auch größer als 95%, aber wir suchen ja, um nochmal im GTR zu zeigen, die erste Zahl, wo es größer ist als 95%, und das ist 77, deswegen ist dieser Zusatz wichtig. Gut, unser Annahmebereich geht deswegen von 0 bis zu dieser Grenze,
bis B, also bis 77. Und alles, was drüber ist, das ist der Ablehnungsbereich. Bedeutet für die Umfrage, angenommen bei der Stichprobe käme raus 72, 74, 75, wäre alles noch im Annahmebereich, dann kann man sagen, ja, die ursprüngliche Hypothese, dass 70% es gut finden, die haut noch hin. Und wenn es der Fall von vorhin wäre, dass plötzlich 82 Leute sagen, nee, Sommerzeit finde ich gut, das lag hier drin, dann könnte man sagen, na also, die ursprüngliche Hypothese können wir verwerfen, es gilt die Alternative, mehr als 70% finden wohl die Sommerzeit gut. Gut, jetzt müssen wir das vom letzten Video, von Teil 1, also den linksseitigen Test, und das vom jetzigen Video, also den rechtsseitigen Test, zusammenbringen. Und das wird dann unser allgemeiner Aufschrieb. Wir schreiben auf, einseitige Signifikanztest zum Testen einer Nullhypothese H0 P gleich P0. Gut, wir notieren uns die folgenden Sachen. N, unseren Stichprobenumfang. A, das Signifikanzniveau. Meistens handelt es sich dabei um den Wert 5%, kann aber auch mal anders sein. Und zum Schluss X, die Zufallsvariable, einfach mit X Doppelpunkt und angeben, was zählt X eigentlich. Gut, danach müssen wir entscheiden, handelt es sich um einen linksseitigen Test oder einen rechtsseitigen Test. Ihr seht den Unterschied bei beiden. Also erstmal, die Nullhypothese ist bei beiden gleich. Seht ihr H0, schreiben wir mal die Wahrscheinlichkeit, denken wir, es ist P0. Beim linksseitigen Test ist die Alternative ein bisschen anders, da steht P kleiner P0. Beim rechtsseitigen ist die Alternative klein p größer P0. In beiden Fällen benutzt man jetzt Formeln, die man in den GTR eingibt, die relativ ähnlich sind. Beim einen Mal sucht man die kleinste Zahl, für die das Ganze größer 5% ist. Beim anderen Mal sucht man die kleinste Zahl, für die es größer 95% ist. Oh, da müsste Prozent stehen. Grad. So. In beiden Fällen hat man einen Annahmebereich und einen Ablehnungsbereich. Beim linksseitigen Test geht der Annahmebereich eben von der Zahl, die man ausgerechnet hat, von A bis zu N, bis zu einem Stichprobenumfang. Und der Ablehnungsbereich geht eben von 0 bis zu A-1, das heißt der Zahl, die um 1 kleiner ist als A. Beim anderen geht der Annahmebereich von 0 bis zu der Zahl, die man gerade eben bestimmt hat. Und der Ablehnungsbereich ist dann 1 größer wie die Zahl bis N. Das, was wir nie aufgeschrieben haben, aber was man natürlich danach in der Realität tut, ist die Durchführung dieser Stichprobe vom Umfang N. Und je nachdem, was dabei rauskommt, kann die Hypothese angenommen werden oder eben verworfen werden. Gut, es gibt noch eine grafische Veranschaulichung, wo man den linksseitigen Test und den rechtsseitigen Test da zwei von diesen Histogrammen sieht. Und das ist im Buch auf Seite 356. Gut. Das wär's für heute. Hier an dieser Stelle keine weitere Aufgabe. Die erste war sehr ausführlich. Wir üben das dann im Unterricht, wie man diesen Test richtig anwendet. Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.